Herzlich willkommen, Vincenzo, und vielen, vielen Dank für das Interview und die Möglichkeit, dir jetzt Fragen zu stellen zum Thema Aufwachen, Erleuchtung, Selbstverwirklichung. Und meine erste Frage ist, Vincenzo, was ist Erleuchtung überhaupt? Ja, bevor ich die Frage beantworte, dann erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute auch hier dabei sein zu dürfen und für Jetzt TV ein Video machen zu können. Gut, dann kommen wir zur Beantwortung der Frage. Also, was ist Erleuchtung, war deine Frage. Ja, wie soll man das beantworten? Ich sag mal so, ich denke, jeder würde es auf seine Weise beantworten. Aber letztendlich kann man die Frage gar nicht beantworten. Erleuchtung ist nämlich keine Erfahrung und kein Zustand, den man haben kann, den man sich erarbeiten kann. Und deswegen ist es auch keine Erfahrung, die man beschreiben kann. Man könnte sagen, es ist im Prinzip das, was ist. Das, was ist. Und was ist? Ja, bevor wir da so direkt mit einem Satz beginnen, sollte man vielleicht erstmal ein bisschen nochmal zurück in die Story gehen. Das heißt, wie fängt das denn überhaupt alles an, dass der Mensch überhaupt auf die Idee kommt, nach Erleuchtung zu streben, wenn er überhaupt dieses Wort wählt? Ne? Manche Menschen haben ja die Vorstellung, im Leben fehlt was und es muss einen besseren Weg geben. Und wenn man dann zum Thema Spiritualität gelangt, dann gibt es ja neben dem Wort Erleuchtung ja auch noch das Wort Erwachen und Einssein und Non-Dualität. Es gibt ja viele Wörter, die auf etwas hindeuten, dass halt so etwas wie Frieden, Stille, Freude, Glückseligkeit oder ein Sein, wo nichts fehlt. Es geht also darum, dass der Mensch gerne wieder das Sein sein will, wo nichts fehlt, wo alles gut ist, wie es ist, dann wären wir ja auch schon bei das, was ist, Sein. Aber wenn wir jetzt das Wort von mir aus Aufwachen nehmen, Erwachen nehmen, in Klammern Erleuchtung, dann wie kommt es überhaupt dazu, dass der Mensch danach strebt? Wieso strebt er überhaupt nach einem anderen Sein oder Zustand als das, was er gerade erfährt? Ich denke, das ist vielleicht so die Eingangsfrage. Ja, das stimmt. Ja, denn wir fehlen ja immer irgendwas. Und wenn man das erreicht hat, was vermeintlich fehlt, ob das das neue Auto, das Haus, die Kinder, egal was, berufliche Karriere, das kennt, glaube ich, wirklich jeder, dass kurz so eine Freude und glücklich, happy auftaucht, aber dann geht es wieder nach unten in diesen Wellen und es reicht wieder mal nicht. Es muss wieder was Neues her. Ja, warum ist das so? Vielleicht fangen wir damit an und dann tasten wir uns langsam Schritt für Schritt dahin und dann irgendwann mal können die Zuschauer sich selber dann nicht intellektuell beantworten, was Erleuchtung ist und was das damit zu tun hat, dass man sagt, Erleuchtung ist das, was ist. Weil das sind ja erstmal nur Konzepte, die genauso wenig glücklich machen, wie wenn man versucht, jetzt in anderen Dingen dauerhaftes Glück zu finden. Und letztendlich wird der Mensch Erfüllung nicht finden, solange er im Bereich der Erfahrungen ist oder solange er glaubt, dass es Erfahrungen gibt. Und wenn er vielleicht jetzt einfach von vorne starten, kann es sein, dass die Zuschauer nach und nach in diesen Bereich reinkommen, wo es zwar noch Erfahrungen gibt, aber erkannt wird, was Erfahrungen letztendlich wirklich sind. Und dann ist auch das Wort Erleuchtung oder Erwachen nicht mehr wirklich bedeutungsvoll. Fangen wir mal so an vielleicht. Gut. Wie kommt es dazu, dass der Mensch, egal was er schafft oder nicht schafft, nicht dauerhaft in Glück und Freude und in Frieden sein kann? Gut, es ist so, der natürliche Zustand ist Freude, ist Frieden. Man könnte sagen, im natürlichen Zustand fehlt einfach nichts und es gibt nichts anderes im Endeffekt. Und das schließt alles mit ein, was wir letztendlich erfahren können. Es gibt da keine Trennung. Dadurch, dass aber beim Menschsein
besonders in der frühen Kindheit, eine Art Basisidentifizierung passiert. Es ist so, dass dieses sogenannte Wissen um das Ungeteilte, um die sogenannte Freude, die unabhängig von allem ist und wo nichts fehlt, die letztendlich auch noch nicht mal getrennt ist von allem, von dem sie unabhängig ist, dass diese scheinbar in den Hintergrund tritt, könnte man sagen. Dass sie scheinbar ja, kontrahiert, dass sie irgendwie auf irgendeine Weise nicht mehr wahrzunehmen ist. Benennen wir es mal so. Und gleichzeitig geht damit der sogenannte Verlust einher, dass der Mensch einfach so, weil er ist, in Harmonie ist, in Glück und in Frieden ist. Und genau ab dann fängt dieses Streben an. Genau ab dann fängt dieses Müssen an. Das Sollte fängt dann an. Und das beginnt im Kleinkindalter. Und da kann man schon beobachten, ab wann die Kinder in die Trotzphase kommen, wann das Thema Langeweile auf einmal eine große Bedeutung hat. Und ja, es ist variabel, es ist verschieden von Mensch zu Mensch. Ja, natürlich. Aber so im Allgemeinen wird man es schon bemerken, dass eine Veränderung irgendwann mal eintritt. Und dann baut sich das natürlich energetisch immer weiter auf. Und irgendwann mal dann als Erwachsene, als junge Erwachsene, dann weiß man das halt, dass irgendwie es zwei Möglichkeiten gibt im Leben, so dass man sich nicht wirklich erfüllt fühlt. Das ist einmal nicht zu bekommen, was man möchte. Dann hat man das Gefühl, ja, irgendwas fehlt noch. Die nächste Möglichkeit ist natürlich zu bekommen, was man möchte. Dann wird es irgendwann mal nach ein paar Tagen, Wochen, Monate, spätestens nach einem halben Jahr, langweilig oder ja, das war es wohl doch nicht. Das heißt, dieses Nicht-Genug, da kommt der Mensch nicht drüber weg in diesem Bewusstseinsbereich, in dem er sich auf relativer Ebene gesprochen überwiegend befindet. Oder zwangsläufig befinden wird nach dieser Basisidentifizierung. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass diese Konditionierung, die im Außen gesucht hat und versucht hat, Glück sich zu erschaffen, vielleicht, dass man versucht, topfit zu sein, gesund zu sein, den idealen Partner zu haben, seinen Traumjob, viel Geld, also alles, was man so sich vorstellen könnte, was halt Glück bringen könnte. Und wenn die Dinge halt versagt haben, wie bereits erwähnt, dann dieselbe Konditionierung kommt dann auf die Idee, ehe ich jetzt mit Alkohol und Drogen mich betäube, das ja auch nicht dauerhaft glücklich macht, da ja auch die Wirkung nachlässt und der Körper auch Schäden bekommt dadurch, gehen wir mal nach innen. Versuchen wir es mit Spiritualität. So, und dann natürlich fangen an, diese Wörter interessant zu werden. Erwachen, Erleuchtung und Einssein. Was übersehen wird, ist, dass es immer noch dieselbe Konditionierung ist, die vorher in der Welt gesucht hat, die vielleicht hier und da mal sich betäubt hat, die jetzt halt interessiert ist an der inneren Welt. Und sie sucht natürlich auch das dort, was sie jetzt glaubt, noch nicht zu sein. Das ist Freude, Frieden, wo nichts fehlt. Du sprichst von Konditionierung, was ja Gedanken sind, die von außen, mit denen wir von außen quasi gefüttert wurden, ne? Von den Eltern, Schule und Freunde und so weiter. Also Gedanken sind die Konditionierung. Oder ist das auch nochmal, weil du das Wort energetisch erwähnt hast und Kontraktion erwähnt hast, ist neben diesem Gedankenballon auch noch zusätzlich feinstofflich oder wie könnte man das ausdrücken, auch noch eine Auswirkung? Im Endeffekt, wenn wir das Wort Energie benutzen, ist letztendlich alles Energie. Die Gedanken sind Energie, die Emotionen, der Körper, die Welt, das ganze Umfeld letztendlich. Alles, was wir erfahren und wahrnehmen können, ist letztendlich Energie. Und sie steht natürlich in Wechselwirkung miteinander. Und solange wir jetzt in der Identifikation sind, wie bereits erwähnt, die Basisidentifizierung aus der Kindheit, wie bereits erwähnt, in etwa wie sich diese Suche überhaupt aufbaut, erst weltlich, dann spirituell im Inneren, aber immer noch dieselbe Energie, dieselbe Konditionierung, dieselbe Identifizierung in anderen Worten, dann, wenn wir dann anfangen, die Gedanken und die Wechselwirkung mit den Gefühlen und die Körperempfindungen und das Umfeld mal zu betrachten, können wir natürlich die energetischen Wechselwirkungen lernen zu verstehen.
Wir können also verstehen, wenn ich das und das denke, was für eine Emotion erzeugt das? Wie wirkt sich diese Emotion auf meinen Körper aus? Wie wirkt sich diese Auswirkung auf mein Umfeld aus? Was ziehe ich an? Was gestalte ich? Das heißt, letztendlich fängt der Mensch an, feinstofflich, seine Aufmerksamkeit auf das Feinstoffliche zu richten, auf das Energetische, auf das Feinere. Er erkennt, dass der Frequenzbereich, aus dem man denkt, fühlt und handelt, letztendlich die Realität für sich und für andere gestaltet. Und dann ist es letztendlich eine Ausrichtungsfrage. Das heißt, man kann aus einem Frequenzbereich des Mangels kein passendes Leben für sich und für andere erschaffen. Das sehen wir halt an den sogenannten Nachrichten, die wir gucken. Man sieht da eigentlich immer jeden Tag dieselben Nachrichten, nur halt, dass die Standpunkte sich ein bisschen ändern. Weil solange das Kollektiv natürlich überwiegend in einem Frequenzbereich lebt und daraus denkt, fühlt und handelt, haben wir halt immer solche Nachrichten, haben wir halt immer solche Ereignisse in der Welt, die sich dann nicht wirklich ändern, nur so ein bisschen die Farbe und die Form ändern. Das Gleichgewicht sind dann halt diejenigen mitunter, die aus einem anderen Frequenzbereich denken, fühlen und handeln. Und daraus ergibt sich natürlich das passende Leben für sie und für andere. Und so kann man dann halt, indem man mehr Aufmerksamkeit beginnt, auf das zu lenken, was Aufmerksamkeit ist, kann man einfach erkennen, aha, das sind diese Gedanken, das sind diese Emotionen, die führen zu diesen körperlichen Symptomen oder Empfindungen oder Ereignissen. Das ist die Wechselwirkung zur Umwelt, zum Außen. Und das, was dann energetisch noch passt, wird gestärkt und was nicht passt, fällt ab. Das heißt, der Frequenzbereich, der praktisch gerade steht, entscheidet über die Auswirkung. Die Person kann aber nicht willentlich diesen Frequenzbereich ändern, oder? Das ist wieder Betrachtungsweise, ob es eine Person gibt oder nicht. Am Anfang, wenn das Sein identifiziert ist, hat man ja schon das Gefühl, eine Person zu sein. Da denkt man ja schon, ich bin ich, ich lebe, ich atme, ich denke und ich kann was tun. Und wenn ich dann nach innen gehe und still bin, dann kann ich halt besser das Denken, Fühlen und Handeln beobachten. Und dadurch komme ich eher in einen Frequenzbereich der Stille, der Freude. Und dadurch fällt dann alles Negative ab. Und das letztendlich, was dem entspricht, passiert zum Wohle aller. Und in dem Sinne ist es dann schon, es geschehe, wie du glaubtest. Dann ist das in Ordnung. Aber letztendlich, wenn es so passiert, dass der Mensch nach innen geht und kann da eine Stille fühlen, wo nichts fehlt, und das Denken, Fühlen und Handeln, das Umfeld fängt an, sich dem anzupassen. Das heißt, es harmonisiert. Nichts fehlt innen, also wird auch nichts im Außen fehlen. Plötzlich oder nach und nach. Dann ist dann natürlich die absolute Fülle, die gleichzeitig offenbart, dass es nie eine Person oder ein Ich oder irgendetwas gegeben hat, was getrennt ist von der Fülle, wo nichts fehlt. Dann ist letztendlich alles, was je ist, war und sein wird, also das Menschsein, das Denken, das Fühlen, das Handeln, auch der Gedanke, eine Person zu sein, nicht mehr verschieden von der Fülle, wo nichts fehlt, von dem Ungeteilten. Und dann ist klar, da ist einfach nur das, was ist und es kann nicht anders sein. Dann zum Beispiel macht auch das Konzept Erwachen und Erleuchtung und Einssein und welcher Weg ist der beste, hat das gar keine Bedeutung mehr. Das ist so ähnlich, das sage ich vielleicht noch kurz. Wenn wir ein Beispiel nehmen aus der Natur, ein Gleichnis aus der Natur, wenn man jetzt zum Meer fährt und man sieht da die ganzen Wellen auf der Oberfläche, dann könnten wir sagen, ja, das sind 7 Milliarden Wellen, alle haben ein Eigenleben, alle haben einen Plan, aber letztendlich ist da nur das eine Wasser, das sich bewegt. Und das ist letztendlich das, was hier passiert. Sich nicht gut fühlen. Das sind gewisse energetische Ladungen, mit denen wir uns identifizieren. Und dann nach einem Weg der Erlösung fragen, Erwachen, Erleuchtung und Einssein, sind nur ein paar Gedanken, die als Heilungsangebot dienen sollen. Aber die letztendliche Erkenntnis hat gar kein Problem mit all diesen Dingen, die im Vorfeld als dieser spirituelle Weg passieren. Gar kein Problem damit. Denn sobald dieser Punkt,
klar ist, wo eine Freude ist, wo nichts fehlt. Manche nennen es auch Präsenz oder Stille oder Seinsfühlung. Es gibt dafür keinen Namen, es ist das Unbeschreibliche, weil es keine Erfahrung ist. Es ist alles und nichts gleichzeitig. Aber wenn wir es jetzt einfach mal gefühlte Präsenz nennen, sobald diese da ist und sie scheinbar vertieft, so dass die sogenannte Person, die glaubt, ah, hier ist Präsenz und ich habe sie und ich fühle sie und worum geht sie immer nur, wenn da natürlich viel Aufmerksamkeit drauf geht und auf einmal wird erkannt, dass die Person, die glaubt, diese Präsenz erreicht zu haben und zu fühlen, die glaubt, ich will sie dauerhaft fühlen und die sich wundert, dass sie immer weggeht, da kann es auf einmal passieren, durch diese konzentrierte Aufmerksamkeit, dass auf einmal klar ist, dass das auch letztendlich dasselbe ist. Die eine Präsenz als scheinbare Person sein. Und dann ist es nicht vorbei, dann kann es nicht anders sein. Der Schritt davor, also der Moment, in dem die Person diese Präsenz glaubt zu fühlen und diese Stille wahrnimmt, das fühlt sich ja so an, als in gewissem Stadium, sage ich mal, oder wie du sagen würdest, scheinbar, als ob hier die Stille ist und dort dieses Ganze, was abläuft, ne, egal was da abläuft. Also immer noch zwei. Also da, wo quasi der Beobachter noch da ist. Aber der fällt ja dann später auch weg. Der Beobachter. Ja, ich würde es anders ausdrücken. Er fällt nicht weg, sondern es wird erkannt, was der Beobachter wirklich ist, war und sein wird. Es ist so wie die Wellen. Die Wellen fallen ja auch nicht weg, wenn das Wasser erkennt, dass es alleine ist. Wenn man zum Ozean geht, es gibt ja gar keinen Ozean und keine Wellen. Das ist nur dasselbe, eine Wasser. Und wenn das Wasser sich seiner selbst bewusst ist, bleiben die Wellen ja. Die gehen ja nicht weg. Weil es ist ja klar, dass die Wellen schon immer das Wasser waren. Das heißt, eine Welle, die versucht, das Wasser zu werden, ist seltsam. Eine Welle, die glaubt, sie sei das Wasser und die andere Welle sei es nicht. Und dann kommt da so eine Meister-Schüler-Beziehung, ist auch seltsam. In Wahrheit ist ja nur das eine Wasser. Und da gibt es einfach keine Selbsterkenntnis und keinen Weg. Aber das ist die letztendliche Erkenntnis. Und im Vorfeld kann das Wasser sich auch leisten, als geträumte Welle getrennt zu passieren. Das ist gar kein Problem. Das bedeutet, um da vielleicht noch mal ganz kurz auf einen Punkt einzugehen, der sehr interessant war mit der Dualität, mit dem Sehen. Ja, wenn du zum Beispiel in der Welt das Gefühl hattest, hier ist das Glück nicht dauerhaft zu finden, und dann kommst du auf die Idee, als diese Konditionierung, wo Freude ohne Ursache nicht der natürliche Zustand ist, scheinbar, ich gehe jetzt nach innen. Und dann fängst du an, dein Denken zu sehen. Dann ist da natürlich immer noch eine Identifizierung. Es gibt einmal die Wahrnehmung und das Wahrgenommene, die Gedanken, die vorbeiziehen. Und meistens sind dann mindestens zwei Gedanken, relativ gesprochen. Da ist ein Gedanke, das ist der Ich-Gedanke, und der denkt jetzt, ich kann meine Gedanken wahrnehmen. Dann ist da Wahrnehmung, ein Ich-Gedanke plus Gedanken, die er dann vorbeiziehen sieht. Und dann hast du das Gefühl, dass du dich langsam spirituell entwickelst, weil du glaubst jetzt, vorher dachtest du bist ein weltliches Ich. Und jetzt der Ich-Gedanke wird zum spirituellen Ich-Gedanken. Jetzt denkst du bist ein spirituelles Ich und kannst andere Gedanken vorbeisehen. Und das Gleiche kannst du dann mit den Gefühlen machen. Kannst du die Gefühle ausfühlen. Dadurch verwandeln sie sich oder lösen sich auf, wenn sie negativ waren. Oder du kannst den Körper beobachten. Dann lösen sich gewisse Blockaden und der Energiefluss fließt wieder. Dann kannst du dein Umfeld einfach lernen, wahrzunehmen und so sein zu lassen, wie es ist. Dann wird da auch alles freudiger und harmonischer. Aber all die Dinge setzen natürlich voraus, dass du ein spirituelles Ich bist, das Fortschritte macht, das jetzt gelernt hat, statt nur im Außen dem Geld oder was auch immer hinterherzulaufen, jetzt lernst, die inneren Frequenzbereiche wahrzunehmen. Und dann kannst du irgendwann mal sehr gut da drin werden. Dann kannst du alle Gedanken, alle Gefühle, den Körper, das Umfeld, alles immer so sein lassen, wie es ist. Und dann wirst du auch das Gefühl haben, die Präsenz oder die Energie oder die Einheit wird immer spürbarer und du kannst länger in ihr verweilen. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles fein, das ist alles Einheit. Aber du wirst über diesen einen Punkt nie hinauskommen, dass die Suche letztendlich aufhört. Weil du gehst dann abends schlafen, dann kommt irgendwann nach der Traumphase der Tiefschlaf.
Und dann weißt du nicht mehr, was du bist. Und morgens wachst du auf und dann fängt alles wieder von vorne an. Und natürlich gibt es mittendrin auch immer wieder diese sogenannten Lücken, wo du mal einnickst oder die Präsenz einfach weg ist und du dich fragst, ach, da habe ich ja wohl nicht genug geübt. Das heißt, solange der Ich-Gedanke, die Basisidentifizierung übersehen wird, egal ob auf der weltlichen Ebene oder auf der spirituellen Ebene, bleiben die Dinge, genau wie du es gesagt hast, von dir erstmal getrennt. Die Präsenz, das, was wir Präsenz nennen, das ist keine Erfahrung. Niemand kann sie fühlen. Aber durch diese Identifizierung, dass das Sein sich mit sich selbst identifiziert und glaubt, ein Ich-Gedanke zu sein, besteht dieses Wunder, dass man das, was ohne ein zweites ist, glaubt, fühlen und verlieren zu können. Dieses Gefühl, ich bin am Leben und ich werde sterben und ich glaube an Wiedergeburt und ich gebe jeden Tag mein Bestes, um nach innen zu gehen und alles an mir vorbeiziehen zu lassen, um in der Präsenz zu bleiben und warte auf den Tag, dass da nur noch Präsenz ist. Das ist eigentlich das Weltwunder überhaupt. Weil in Wahrheit gibt es diese duale Beziehung gar nicht zu all den Dingen, die ich gerade erzähle. In Wahrheit ist das, was ich gerade alles erzähle, dasselbe eine Sein. So wie alle geträumten Wellen auf dem Ozean dasselbe Wasser sind. Es ist also somit nicht möglich, und das ist der Grund, warum viele Menschen scheinbar leiden oder lange Jahre auf der Suche sind, dass da ein Ich-Gedanke übersehen wird, der glaubt, wenn ich mehr tue, mehr mache oder mehr loslasse oder was auch immer, irgendwas mit mehr oder weniger, dass ich es dann schaffen kann oder dass es dann passiert oder dass es Gnade braucht und ich kann da gar nichts dran machen. Oder dass ich denke, es gibt kein Ich. Der Ich-Gedanke kann auch denken, es gibt kein Ich. Dann interessiert er sich für Non-Duality. Also diese Ich-Gedanken, die fallen mir zumindest auf. Ja? Die sagen, oh, jetzt habe ich so und das und ich muss mehr meditieren und so. Die sind sehr auffallend. Aber du sprichst ja oft von einem letzten Ich-Gedanken, der subtiler ist. Also zum Beispiel der Ich-Gedanke, der Beobachter ist, der alles beobachten kann, der die anderen Gedanken beobachten kann, die Gefühle und die Körperreaktionen. Und es mutet aber so an, als ob das kein Gedanke ist, sondern ein Beobachten einfach nur. Einfach nur ein Beobachten, aber das scheint ja auch wirklich ein Gedanke zu sein. Dieser Beobachter, oder? Ja, es geht hier um die Identifizierung. Ich habe jetzt eben ein paar energetische Beispiele genannt, wie diese Verwechslung zum Beispiel passiert. Es gibt ja Menschen, die glauben halt daran, dass sie spirituell sind und übersehen, dass das ein Gedanke ist. Weil im tiefen Schlaf, da weißt du nicht, dass du bist, dass du weltlich bist, dass du spirituell bist. Im tiefen Schlaf, was weißt du? Nichts. So, und dasselbe ist eigentlich auch jetzt so. Nur, dass das sogenannte Nichtwissen, wie Buddha es nannte, einfach auch gleichzeitig eine Person sein kann, als Mensch sein, das Sein als Mensch sein, als Person sein, als lebendes Sein, zum Wohle aller sein. Und das ist für den Verstand natürlich ein großer Widerspruch, weil er sagt, wie kann es denn sein, dass nichts und alles, also keine Form und Form dasselbe ist? Ja, und das ist genau die energetische, man könnte jetzt sagen Blockade, das ist jetzt diese sogenannte Trennung, die energetische Verschiebung, die passieren kann, dass es einfach keine Trennung gibt, dass Form leere ist und leere Form ist. Und dann weiß man, dass Leben und Tod und Tiefschlaf und Wachen und Träumen, dass das alles dasselbe ist. Es gibt im Endeffekt nur dasselbe, das scheinbar als das passiert, was sich zeigt. Und somit gibt es gar kein Ich und braucht es auch gar kein Ich, dass diese Suche beendet oder aufhört oder geschaut oder meistert. Das, was ist, das ist es. Suchen ist Sein und Sein ist Suchen. Und das ist die letztendliche Verschiebung. Aber jetzt kommen wir auf den Punkt zurück mit dem Wahrnehmen. Solange natürlich dieser Ich-Gedanke nicht, sag ich mal, vom Bruchteil gesehen oder erkannt wird, um diese Identifikation damit zu lösen. Man könnte es so ausdrücken, oder sagt er sowas wie, wenn du genau weißt, wer du nicht bist, dann bleibt da nur noch alles, was ist übrig.
So, aber es ist halt sehr subtil. Da ist Wahrnehmung. Und es ist ganz subtil ein Hauch von Ich in dieser Wahrnehmung, das denkt, ich nehme wahr. Ich bin jetzt still. Ich fühle diesen Frieden, diese Präsenz. Ich sehe meine Gedanken und Gefühle vorbeiziehen. Ich erfahre meinen Körper. Ich bin in dieser Welt. Es ist sehr fein. Es ist sehr fein. Aber es kann letztendlich wahrgenommen werden. Und dann ist die Identifikation damit vorbei. Und dann ist augenblicklich klar, alles, was ist, ist das, was ist. Und der Weg von das. Von was du eben gesprochen hast, also dieser letzte Ich-Gedanke, kann es sein, dass es nicht gar nicht mal ein gedachter Ich-Gedanke ist, sondern ein Gefühl? Also ein Gefühl wird geschaut und ein Gefühl der Identifikation. Also gar nicht explizit ich beobachte oder irgendwie sowas, sondern die Identifikation mit diesem Beobachter einfach. Das kommt alles immer gleichzeitig. Wir können das gar nicht wirklich trennen. Das heißt, es ist genau wie du sagst, es ist eine Emotion, ein Gefühl des Mangels, was da ist. Es ist vielleicht ein ganz subtiler Gedanke, es ist eine subtile Körperempfindung. Ja, also Denken und Fühlen und Körper, das ist eine Einheit, das ist ein Dreierpack, das kann man gar nicht trennen. Und es gibt manchmal minimale Verschiebungen, wo vielleicht eher mal kurz nur eine Emotion da ist, ohne einen Gedanken. Oder vielleicht ist mal nur ein Gedanke da, ohne eine Emotion. Aber das sind minimale Verschiebungen, die man kaum merkt. Genau. Es gibt ja diese Phase, wo viele Menschen jahrelang still sitzen, immer wieder täglich und kommen in die Präsenz. Und die Präsenz wird immer tiefer und dann sitzen sie da und sie strahlen und leuchten und nichts fehlt. Und dann sagt man dann, gut, alles Gute. Nee, warte mal, nicht so schnell. Was ist, wenn ich es nochmal verliere? Was ist, wenn es gleich weggeht? So, in diesem Augenblick, was passiert da? Man geht nach innen und man weiß, da fehlt nichts, es gibt nichts anderes, alles ist das. Aber dann kommt da doch nochmal so eine Angst, so irgendwie, was ist, wenn es weggeht? Was ist? Das heißt, die Zeit kommt ins Spiel. Das heißt, da ist eine ungefühlte Emotion, eine ungefühlte Struktur, die vielleicht aus feinen Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen noch besteht, die einen dann schnell die Zeit wieder reinbringen lässt. Das heißt, man sitzt dann da und auf einmal hat man wieder das Gefühl, ich sitze da. Dann denkt man an einen Gedanken namens gestern. Ah, gestern bin ich dreimal da aus dieser Präsenz gefallen. Dann kommt ein neuer Gedanke, der nennt sich Zukunft. Was ist, wenn es nachher wieder passiert? Und schon ist man wieder im Erfahrungsbereich. Aber es gibt bei jedem Menschen Momente, wo dann nur diese Stille ist. Und dann ist alles so, wie es ist, nach wie vor, aber es wird anders wahrgenommen. Und diese andere Wahrnehmung ist dann keine Wahrnehmung mehr in der Erfahrung, die wir Erfahrung nennen, sondern diese Wahrnehmung könnten wir Sein nennen. Das, was wir in uns fühlen oder spüren, diese Nichterfahrung von Präsenz. Ich sage manchmal, die Präsenz, die Einheit fühlen, dann klingt das so, als ob ich eine Emotion meine, die man fühlen kann. Nein, das ist natürlich nur eine Wortkommunikation, die ich benutze. Das, was wir das Sein oder die Präsenz oder die Stille nennen, ist natürlich keine Erfahrung, die man fühlen kann. Das ist ganz klar. Das sind nur Wörter, die ich benutze. Das heißt, diese Nicht-Erfahrung von Präsenz, die ist alleine da. Es gibt gar nichts anderes. Und immer wieder ist das klar. Aber dann immer wieder kommt die Zeit zurück. Und auf einmal ist da wieder ein Körperbewusstsein und ein Gedanken- und ein Gefühlsbewusstsein. Und dann natürlich ist die Unsicherheit da. Und das ist halt dieser Prozess. Und dieser Prozess, der wird letztendlich seinen Lauf nehmen. Er wird das letztendlich im Außen anziehen, was er braucht, um zu erkennen, dass er nichts braucht. Und letztendlich wird die Phase sich durchsetzen, auch relativ gesprochen, dass es eigentlich nur das gibt, von dem man glaubte, ich kann das erreichen, indem ich nach innen gehe und still bin und die Augen schließe. Letztendlich wird das alleine übrig bleiben, diese stille Präsenz, wo nichts fehlt. Aber nicht bei jedem, der sich danach ausrichtet, oder? Ja, das ist jetzt auch wieder eine Betrachtungsweise, denn in Wahrheit gibt es nur das.
es ist ja nicht so, dass wir sagen können, von 7 Milliarden Wellen wird nicht jede Welle das Schicksal haben, das Wasser zu sein. Da ist nur das Wasser, das sich bewegt. Ja, aber die Welle erkennt es eben nicht, oder nicht jede Welle erkennt das, ne? Das ist auch wieder das Dilemma der Identifizierung. Aus scheinbar dieser Perspektive, die keine mehr ist, habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier sitze und ein Interview gebe für Jetzt TV. Hier ist einfach nur das, wo andere Menschen glauben, ich kann das spüren. Und aus dieser scheinbaren Perspektive, wo nur das ist und keiner, der das hat oder verlieren könnte oder irgendwas davon getrennt empfindet, also wenn wir es mal so darstellen wollen, da wird auch nichts anderes geseint oder gesehen oder wahrgenommen. Das heißt, es ist wirklich hausgemacht, das Gefühl, dass man existiert, dass man lebt, dass man stirbt und dass man irgendetwas wahrnehmen könnte, das von einem getrennt ist. Und dann gibt es natürlich auch das Schicksal mit Bekommen und Verlieren und Schaffen und Nicht-Schaffen. Und das ist ja genau dieser Frequenzbereich. Schau, wenn du nach innen gehst und du kannst da eine Stille spüren oder sein, wo nichts fehlt, dann bist du ja in dem Moment gar nicht mehr auf einer spirituellen Suche. Da fehlt ja gar nichts. Das heißt, die spirituelle Suche passiert ja nur in dem Frequenzbereich der Identifizierung. Weil es macht ja eigentlich gar keinen Spaß, nach irgendetwas zu suchen, was man irgendwie immer verliert oder was irgendwie schwer zu schaffen ist. Das heißt, es gehört nicht zum Frequenzbereich der Selbsterkenntnis, der Fülle. In der Fülle sucht man nicht mehr nach Gedanken. Ich würde das eher als Neutralität beschreiben. Also Fülle oder glücklich sein oder Liebe, also dieses, was man wieder verlieren kann und du sagst, man will es behalten und greift danach. Es ist eher so, ja, neutral, still, neutral. Und was fehlt denn da, wenn es einfach nur neutral ist? Weil irgendwie im Neutralen, ich habe es ja eben schon gesagt, scheint eben schon wieder was zu fehlen. Weil da ist ja nicht die Seligkeit, da ist ja nicht die Liebe etc. Es geht um die Benennung. Und das ist auch wieder die Perspektive der Identifikation. Und zwar, wir können vielleicht nachher mal ein kleines Experiment machen für die Zuschauer. Vielleicht können die dann mitmachen, dann können wir denen mal was zeigen. Aber im Vorfeld natürlich beantworte ich jetzt noch diese Frage. Ja, es ist so, es ist wieder diese Perspektive. Wenn du sagst, es ist eher neutral, der ist ja dann wieder in diesem Augenblick gerade ein Ich-Gedanke, der es irgendwie auf irgendeine Weise verstehen will, erfassen will oder er eine Vorliebe hat. Wenn man es so benennt, dann klingt es irgendwie vielleicht etwas passender. Es ist so, dem Ozean ist es eigentlich egal, welche Wellen gerade oben sich austoben. Er bemerkt sie nicht. Da ist nur das eine Wasser. Das bemerkt seine Wellen und seine Strömungen nicht. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, alle Gedanken, alle Gefühle und alle Körperempfindungen sind letztendlich sein. Und aus dieser Natürlichkeit heraus ist es eigentlich nicht wichtig, wie wir die Dinge benennen. Ob wir sagen, es ist Neutralität oder es ist Liebe oder es ist Ekstase oder es ist das Feuer der Meditation. Aber solange da natürlich noch ein ungesehenes Denken ist, in anderen Worten ungesehene Emotionen und ungesehene Körperempfindungen, die unbeaufsichtigte Ereignisse im Außen erschaffen, ist es natürlich sehr wichtig für einen Menschen, der sich getrennt empfindet, wie die Wörter lauten. Es gibt Menschen, denen sage ich, kannst du gerade Lebendigkeit fühlen? Welche Lebendigkeit? Ist da Präsenz? Welche Präsenz? Es ist still gerade. Ja, es ist still. So, und dann war das Wort, mit dem er was anfangen konnte oder sie. Bei jemand anders sagt man dann, kannst du dein wahres Sein fühlen? Ja, klar, natürlich kann ich das. Das heißt, solange eine gewisse konditionierte Identität noch geglaubt wird, hat jeder Mensch natürlich seine Wörter, die ihn dann mehr oder weniger zu einer Öffnung bringen. Aber letztendlich interessiert sich keiner für Wörter mehr, wenn klar ist, da ist nur das eine und alle Wörter sind das. Dann
ist das ungefähr so, wie es spielt letztendlich keine Rolle, ob du aus Gold einen Ring oder eine Kette oder einen Schmuck formst und einen anderen, es ist immer das eine Gold. Aber wenn man identifiziert ist, sagt man, ja, den Goldring, der ist schön, aber die Goldkette nicht. Man sieht also nicht den Wert der Essenz, man achtet nur auf die Form. Einstein hört es auf. Bei dir, Vincenzo, ich meine, wie war das denn bei dir, bevor du diese Nichterfahrung gemacht hast? Also, ich meine, du hattest ja auch die Suche, ich weiß es ja, aber vielleicht der eine oder andere Zuschauer nicht, ich kenne ja deinen Weg. Da gibt es nur das Wasser, ja, aber da war ja auch die Welle, die geguckt hat und sehr leidvoll teilweise. Wenn du das vielleicht ganz kurz mal schildern würdest. Ja, also was ich hier bis jetzt andeuten wollte, ist natürlich, dass das Suchen und das Ergebnis dasselbe ist letztendlich. Ja. Das bedeutet, ja, auch hier ist natürlich die Basisidentifizierung passiert. Ja, auch hier ist jahrelanges Suchen mit Höhen und Tiefen und Verzweiflung und Leid passiert. Ja, und dann ist die Suche, ja, wie soll man sagen, gesehen worden. Und das, was die Suche gesehen hat, blieb dann alleine übrig. Das ist alles. Und so ist es eigentlich schon immer gewesen. Das, was alles provisorisch wahrnehmen konnte, um dadurch die Identifizierung zu lösen, das, was am Ende übrig bleibt, ist eigentlich das, was schon die Identifizierung war. Nichts Spektakuläres. Identifiziert sein ist eigentlich was Spektakuläres. Das eine identifiziert sich mit sich selbst, das braucht viel Energie, das ist ein Aufwand. Das ist eine Kunst. Aber der natürliche Zustand ist eigentlich nichts Besonderes. Das kann ja nicht anders sein. Und ja, auf relativer Ebene natürlich, wenn da Freude ohne Ursache ist, fällt natürlich vieles im Leben ab. Kämpfen fällt ab. Dem Glück hinterherlaufen fällt ab. Dinge herbeizaubern zu wollen fällt ab. Man ist einfach in Frieden und alles kommt zu einem hin. Der die Fülle hat, dem wird die Fülle gegeben. Wenn innen alles passt, passt auch außen alles. Wenn innen nichts fehlt, wird auch außen nichts fehlen. Innen und außen sind eins. Das ist nur dasselbe. Und somit ist es etwas sehr Unspektakuläres. Am Anfang ist dann nur das Ungeteilte. Dann teilt es sich durch sich selbst. Dann sucht es sich selbst durch sich selbst. Dann sieht es mit der Zeit genauer hin und erkennt, das, was mich leiden lässt, ist nur eine Story. Gebündelt aus Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen, nach außen gekuppelt an eine Umwelt. Und dadurch, dass das gesehen wird, das, was das wahrnimmt, ist im Prinzip schon die Heilung. Und alles, was der Heilung ausgesetzt wird, das heißt, wenn die Heilung beginnt, die Story zu betrachten, wird die Story geheilt. Und eine geheilte Story ist, dass die Story eins mit dem ist, was betrachtet. Und in dieser Heilung des Einsseins, wenn das, was schaut, eins mit dem Geschauten geworden ist, da gibt es einfach kein Suchen mehr, kein Streben mehr. Und da kommt man auch nicht mehr auf die Idee, den ganzen Tag präsent zu fühlen, wenn sowieso nichts anderes als das existiert. Und bis dahin hat das seinen Platz als das und ist absolut in Ordnung. Ich bin gerade sprachlos. Das macht nichts. Andere üben dafür. Sein ist halt gerade sprachlos, ja. Ja, dieses alles ist Energie, alles ist dasselbe. Es gibt keine Goldkette und keinen Ring, sondern nur das Gold. Ja, schön gesagt. Da ist bei mir hier, also diese Zweiteilung eben noch da. Hier ist die Stille, die ich Neutralität nennen würde. Und dann sind da irgendwelche Formen, die mit den Augen wahrgenommen werden, auch ohne benannt zu werden, ist da etwas zu sehen sozusagen. Aber alles, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das, was ich da sehe, bin. Also zum Beispiel, du sagst immer so gern der Mülleimer.
Ja, also oder die Scheinwerfer, die hier stehen. Ja, ja, ja. Ja. So, ja, was fehlt da noch? Ganz einfach, auf der relativen Ebene fehlt der Wechsel des Frequenzbereiches. Das heißt, solange der Mensch eine Theorie ist, und der hat bis hierhin zugehört, und er nimmt jetzt das Gesagte und steckt das in die Tasche und versucht es dann irgendwie umzusetzen, dann wird da weiter was fehlen. Weil das sind jetzt letztendlich Worte, die aber auch als Impulse dienen. Und wenn dieses Wort als Impuls dient und nicht als Information, weil die Information, dass alles eins ist und dass alles Buddha-Natur ist, das kriegen wir ja heute mittlerweile an jedem Kiosk. Ne? Das ist ja wirklich total verbreitet. Und man kennt ja den Spruch, dass Kochbücher nicht so gut schmecken, ne? Wenn man den Inhalt da drin nicht umsetzt und kocht. Ne? Die Bücher selber schmecken nicht. Und so sind natürlich auch die Informationen, die man jetzt überall bekommt, nicht zufriedenstellend. Es sind nur Informationen. Es ist nur bla bla. Aber es kann natürlich auch als Impuls dienen, was gesagt wird. Wenn diese Worte eine gewisse Energetik haben, wenn die Worte aus einem Frequenzbereich der Stille kommen, dann kann das im anderen auch die Stille scheinbar wachrufen. Es wird zwar dann immer noch erstmal provisorisch als eine Erfahrung bedeutet, aber das macht nichts, das wird sich ändern. Bis dahin kann es dann so sein, dass der Mensch dann nach innen geht, still ist und einfach eine Stille bemerkt. Im Kopf sind vielleicht viele Gedanken, die haben es eilig, die sagen, oh, ich bin schon über 20, ich muss aber mich mal langsam beeilen mit der Erleuchtung. Man lebt ja nicht für immer. Es kann sein, dass Emotionen da sind von Nervosität oder von Widerstand. Es kann sein, dass der Körper nervös und zappelig ist oder vielleicht gerade ein bisschen nicht ganz im Gleichgewicht ist. Es kann sein, dass das Umfeld gerade nicht passend ist für einen von den Gedanken, dass vielleicht eine Baustelle vor der Tür ist. Aber das macht in dem Moment alles nichts. Wenn man nach innen geht, und drin ist diese Stille. Und jeder Mensch in sich hat diese Stille. Jeder, egal wer es ist. Und diese Stille, da fehlt einfach nichts. Draußen fehlt was. Draußen wird man direkt sagen, ja, im Kopf, in den Gefühlen, im Körper, im Umfeld, in der, ja, ja, natürlich. Draußen fehlt immer was, keine Frage. Aber in dieser Stille drin fehlt nichts. Und wenn man dann mit der Aufmerksamkeit in dieser Stille bleibt, wo nichts fehlt, ich spreche nicht von Energie, von den 10.000 Sonnen, von gigantischen Energievibrationen. Ich rede einfach nur von Stille. Das ist einfach eine Ruhe. Manche Menschen sagen, ich kann keinen Strom fühlen. Ne? Keiner muss irgendwelche Elektrizität fühlen oder Power fühlen. Nein, nein. Ich spreche einfach am Anfang nur davon, dass da eine Stille ist. Es gibt Gedanken, bla bla bla. Es gibt aber keine stillen Gedanken. Es gibt auch keinen stillen Verstand. Es gibt auch keine Emotionen, die keine Auswirkung auf den Körper lassen. Das gibt es alles nicht. Aber es gibt diese Stille auch. Die ist wirklich still. Und deshalb gibt es ja auch Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen in einer Umwelt, weil es diese Stille gibt, in der das alles erscheint und scheinbar wieder geht. Ich rede von dieser Stille, die ja bei jedem Menschen da sein muss, wenn er glaubt, Erfahrungen machen zu können. Im Endeffekt, wenn du stundenlang meditierst, woher weißt du das, dass du stundenlang meditierst? Weil etwas da ist, das sich dabei beobachtet, wie du stundenlang meditierst. Das heißt, du bemerkst dich selber hier sitzen. Und dieses Gewahrsein, das dich beim Meditieren dein Leben lang beobachtet, ist eigentlich das, was du gerne erreichen möchtest. Seltsam, ne? Jedenfalls ist diese Stille jetzt da. Dieses Gewahrsein, dieses Bewusstsein, dieses Sein, diese Stille ist immer da. Ist egal, wie viele Knoten du dir in der Zunge machst und versuchst, es so korrekt und gut auszudrücken oder welche Bücher du gelesen hast oder welche Traditionen weiter oder abweiter oder was auch immer. Ist bedeutungslos. Also ich rede es immer vor den ganzen Dingen. Das ist eine Stille. Und wenn die Aufmerksamkeit auf das geht, da fehlt nichts in dieser Stille. Und auf einmal werden die Gedanken ruhig, die Emotionen, der Körper entspannt sich, alles kommt zur Ruhe. Dann fehlt da nichts mehr.
man weiß gar nicht mehr, was Erwachen und Einssein, was das ist. Man erinnert sich gar nicht mehr daran. Es sind nur Gedanken gewesen, die ein paar Gefühle und Körperempfindungen erzeugt haben. Dieses, da, wo nichts fehlt, das ist es. Das ist immer da. Das wartet ein Leben lang darauf, dass es Aufmerksamkeit bekommt. Und sobald es die Aufmerksamkeit bekommen hat, ist es nicht nur so. Es ist zu Anfang so, dass nichts fehlt und alles sich beruhigt. Auf einmal fängt das Denken, Fühlen und Handeln und das Umfeld an, in der Qualität zu erscheinen. Das heißt, in dieser Stille, wo nichts fehlt, kommen auch auf einmal die Gedanken, die das im Leben erschaffen, wo nichts fehlt. Kommen die Emotionen, die das antreiben, dass nichts fehlt, irgendwie außen. Der Körper fängt an, so zu funktionieren, wie er gedacht war. Und dadurch verändert sich auch das Umfeld, weil so wie du handelst, gestaltest du und ziehst es auch gleichzeitig energetisch an. Das heißt, für diejenigen, die die Welt retten wollen, wenn sie wirklich bei sich anfangen und gehen nach innen, in diese Stille, wo nichts fehlt, dann haben wir auch irgendwann mal andere Nachrichten, wo mal es gesagt wird, heute ist alles super in der Welt, kein Kind ist verhungert, keine Bombe ist gefallen. Das werden wir dann auch mal, das wird auch mal dann erfahren, ne? Wenn mal das Kollektiv nach innen geht und aus diesem Frequenzbereich, wo nichts fehlt, denkt, fühlt und handelt. Wir können ja nicht aus schwarzer Farbe eine goldene Wand malen. Der Pinsel muss in die goldene Farbe. Solange die Menschen aus einem Frequenzbereich des, oh, ich bin nicht glücklich, im Außen nichts reicht, im Inneren geht alles immer weg, was ich erreiche. Wie soll man denn aus diesem Frequenzbereich zum Wohle aller dienen können, wenn man selber nicht schon wieder geht? Für das Ich ist es natürlich schon wieder ein enormer Anreiz, wenn es hört, da ist diese Stille und da fehlt nichts und dann kommen da diese Gedanken und Gefühle und Umstände im Leben, wie du es eben geschildert hast, die werden automatisch sozusagen erzeugt. Das heißt, ich sage, oh, da verspricht sich mir wieder ein schöneres Leben, ne? Ein angenehmeres, ein leichteres Leben. Ja, aber das ist ja leider das Problem, ne, Vincenzo? Nein, weil in dem Moment, wo du die Gedanken beobachtest, die daraus ein Ziel machen, können diese Gedanken nicht mehr stören. Das heißt, der beaufsichtigte Verstand, den gibt es gar nicht mehr als solches. Das heißt, der Verstand existiert nur als scheinbarer Stolperstein, solange er unbeaufsichtigt ist. Sobald wir ihn bewusst wahrnehmen, das passiert automatisch, wenn du nach innen gehst und fühlst die Stille, wo nichts fehlt. Dann ist automatisch alles beaufsichtigt und alles verschmilzt mit dieser Stille. Genauer gesagt, wird als die Stille erkannt. Und dann können diese Gedanken gar nicht mehr kommen. Weil in dem Wissen, das ist es, braucht es keine Kommentierung des Denkens mehr. Aber solange die Aufmerksamkeit so ein bisschen hin und her schwankt, von innen nach außen, sage ich jetzt mal, letztendlich innen und außen eins, desto, wenn man richtig sich zentriert, da ist nachher nur noch diese Stille, dann innen und außen ist dasselbe, ist alles dasselbe dann nachher. Aber auf dieser Zwischenebene, auf dieser Zwischenstation, wo dieser Wechsel passiert, mal bewusst, mal unbewusst, können immer wieder Gedanken auftauchen, die sagen, oh, das war so schön gerade, oder die Vorstellung ist so schön, was du erzählst, das will ich haben. Ja, das kann passieren. Und dann ist das Leid wieder da. Dann ist das Streben, die Suche und die Kontraktion wieder da. Genau, das wird passieren. Nur dann kann der Gedanke noch weiter gestärkt werden, indem man sagt, das ist aber jetzt ein Problem. Wie lösen wir das denn jetzt? Hast du nicht ein paar Tipps für uns? So, und dann machen wir aus einem kleinen Problem ein großes Problem. Dann machen wir eine Suche, die ein Leben lang dauern kann. So, und das ist ja nicht das Ziel hier dieses Programms. Das heißt, wir machen einfach aus Gedanken kein Problem. Wir machen aus negativen Emotionen einfach kein Problem. Und Körperempfindungen, die kommen und gehen, daraus machen wir auch kein Problem. Wir gehen einfach nach innen, in diese Stille, wo nichts fehlt, und lassen alles so sein, wie es ist, und bleiben bei dieser Stille. Und dann werden wir sehen, wie plötzlich oder nach und nach die Dinge von selber wieder in die Harmonie kommen. Und dann zu guter Letzt ist dann nur noch diese Harmonie als Gedanken, als Gefühle, als der Körper, als das Leben. Letztendlich scheint es so zu sein, dass der Mensch immer wieder übt, nach innen zu gehen und sich zu verbinden. Er hat immer wieder diese Einblicke, dass alles diese Stille ist und wo nichts fehlt. Und das sind so scheinbar zu Anfang Erfahrungen, die kommen und gehen.
Aber nach und nach stabilisiert sich das, so dass letztendlich klar ist, es war schon immer stabil und das. Und alles, was wir erfahren, ist das, was wir da sind, diese Stille, wo nichts fehlt. Und dann geschehe dir, wie du weißt. Nichts fehlt innen, nichts fehlt außen. Und das liegt daran, dass innen und außen eins ist. Aber solange natürlich die Trennung da ist, ja, dann ist da ein Ich-Gedanke, der interpretiert. Ich kann die Hand heben. Ja, aber die Hand hebt sich auch von selber, wenn wir nicht denken, ich hebe die Hand. Oder der Ich-Gedanke kann denken, ich atme. Wie viele Menschen wären schon tot, wenn sie wirklich selber gedanklich atmen würden? Das heißt, die Atmung, das Handeln des Körpers, selbst das Denken selber, wenn du denkst, ich denke, ist das doch schon längst aus sich selbst heraus passiert. Die Gedanken können noch nicht mal denken. Sie sind schon das passierte Gedachte. Wenn du in der Tiefschlafphase bist, da ist ja kein Gedanke, der sagt so, ich drücke auf den Knopf und liege wach im Bett. Das ist doch schon Peng und dann ist auf einmal das Denken da und träumt, ich habe gut geschlafen, ich bin aufgewacht, obwohl das Denken in dieser Tiefschlafphase gar nicht da war als solches. Das heißt, das Denken zu glauben, ist ein Witz. Das Leben ist nur ein Gedanke, also das Leben, was wir Leben nennen, das sind konditionierte Gedanken. In Wahrheit, das, was wir da draußen erfahren, ist reines Sein, das ewige Sein, das scheinbar als Form wandelt. Aber nur weil Formen wandeln, heißt es noch lange nicht, dass es Leben und Tod gibt. Die Wellen wandeln ja auch, aber der Ozean stirbt ja nicht dadurch. Es ist immer dasselbe Wasser, das sich bewegt. Und das Gleiche ist das hier, es ist immer dasselbe Bewusstsein, das sich gestaltet, aus sich selbst heraus, als das Selbst. Es ist also einfach ein scheinbares, göttliches Missverständnis. Und daher ist das sogenannte, du sagtest zu Anfang das Wort Erleuchtung, Erwachen. Was ist Erleuchtung? Was ist Erwachen? Ja, wenn du nach innen gehst und da ist es still und da fehlt nichts und es wird nichts verschieden mehr davon wahrgenommen, das als alles, was ist, plötzlich oder nach und nach, dann weißt du nicht mehr, was dieser Gedanke bedeutet hat, weil es nichts anderes mehr gibt. Aber für das Ich ist das eine unerreichbare Story. Ich denke, der Ich-Gedanke, auf relativer Ebene gesprochen, erlebt von Widerstand. Und da jeder Mensch die Chance hat, von einem Blitz getroffen zu werden, und da jeder Mensch die Chance hat, mal im Lotto zu gewinnen, selbst wenn er selber nicht spielt, kann ja mal jemand anders für ihn spielen, hat der Ich-Gedanke sich ausgedacht, mal als Bild zu sagen, wie kann ich dafür sorgen, dass der Mensch ein Leben lang Widerstand hat gegen das, was ist, sodass ich weiter Nahrung kriege und am Leben bleiben kann? Ja, er kann ja alles schaffen, theoretisch. Selbst, was ich gerade sagte, vom Blitz getroffen werden und so weiter. Ah, Erleuchtung. Das kann er nicht schaffen. Das gibt's gar nicht. Und dann hat er, ich gedanke, natürlich das Perfekte gefunden, um sich abzusichern. Jetzt wird der Mensch ein Leben lang nach irgendeiner Idee streben, die dazu dienen soll, dass er sich besser fühlt als jetzt. Aber wenn er sich besser fühlen will als jetzt, braucht er nur er selbst zu sein. Das heißt, er geht provisorisch mal kurz nach innen und fühlt da eine Stille, wo nichts fehlt. Und dann gibt es gar nichts anderes mehr. Tja. Du hast gesagt, so wie alle sagen, es gibt ja eigentlich kein Tod und keine Geburt und eigentlich auch kein Leben. Ich habe mich eben gefragt, wenn der Mensch, der Körper tot ist, dann fehlen ja die Sinneseindrücke, Augen, Sehen, Ohren. Das heißt, dann ist ja da nichts mehr. Also wenn ein Erleuchteter stirbt, der Körper, was wird dann noch wahrgenommen? Wird dann noch was wahrgenommen? Irgendetwas? Oder ist einfach nur nichts? Ja, hier haben wir auch wieder die Perspektive. Es ist wieder eine Frage der Identifizierung. Wenn der Ich-Gedanke herauskriegen will, wie es so im Tod aussieht, schwierig. Wer ist denn bei dir? Ja, ich erkläre es dir gerade. Ich muss es dir ja so erklären, dass du den Zuschauer damit was anfangen kannst. Wenn ich dir direkt die Antwort gebe, wird das ein bisschen erstaunlich sein. Das heißt, der Ich-Gedanke will wissen, wie es im Tod aussieht. Er weiß noch nicht mal, wie es im Tiefschlaf aussieht. So,
Und in Wahrheit gibt es gar keine Gedanken und keine Gefühle und keinen Körper und keine Welt und gar keine Zustände. In Wahrheit gibt es nur das eine selbe, das scheinbar wandelt. Scheinbar, weil es selbst der Wandel schon ist, wandelt es noch nicht mal. Das heißt, dieses Unbeschreibliche, wo Buddha sagte, du musst es selber herausfinden, was übrigens ganz klug auch ist, denn alles, was du den Gedanken erzählst, sie haben nicht die Kapazität. Es ist reines Sein, es ist das, was du wirklich bist und nicht das Übermittelte, die Zwischenstation, ja, das Konditionierte kann es erfahren. Und wie gesagt, es gibt da provisorisch die Möglichkeit, die gibt es nach dem sogenannten Wegfall der Identifizierung nicht mehr. Solange du identifiziert bist, das ist vielleicht ganz wichtig noch zu sagen, das passt zu der Antwort, die du haben möchtest. Solange du identifiziert bist, kannst du nach innen gehen, die Stille fühlen und dann nach und nach oder plötzlich erkennen, dass alles diese Stille ist. Das geht nur, solange Identifikation ist. Wenn du nach innen gehst, da ist diese Stille, wo nichts fehlt. Und nach ist da dieses Wissen, dass alles, was ist, auch die Suche und das Leid, das ist. Da ist nur noch das. Dann kannst du nicht mehr nach innen gehen. Dann kannst du nicht mehr nach außen gehen. Dann kannst du auch nicht mehr spiritueller Lehrer werden, Schüler haben. Das geht dann alles nicht mehr. Wenn die Welle einmal erkannt hat, dass sie das Wasser ist, dann hat sie keine Kameraden mehr auf der Oberfläche. Da ist alles, was ist, dasselbe Wasser. Da passiert nichts mehr. Und trotzdem gibt es noch Wellen und Bewegung, aber es ist alles dasselbe. Im Selben passiert nicht viel. Und aus diesem Frequenzbereich kann ich dir nur die Wahrheit sagen. Alles, was je ist, war und sein wird, also jeden Tod, den man sterben kann, jedes Leben, was gelebt wurde, also alles, jetzt nicht nur für diesen Körper, alles, was je ist, war und sein wird, ist das, was jetzt ist. Das eine selbe, das scheinbar als Tisch, als Stuhl oder als Wand oder als Bild passiert. Das, was hier gerade passiert, ist eigentlich dieses eine selbe. Aber aus der identifizierten Sichtweise haut das einfach nicht hin. Dann sagt man, nein, ich sitze hier, ich gucke mir dieses Video an, das ist alles getrennt. Ich kann, wenn ich mich konzentriere, Energie fühlen, aber die geht immer weg. Da sind diese Worte einfach unerreichbar als Impuls. Deswegen muss jeder selber scheinbar provisorisch diese Erfahrung machen. Nach innen gehen. Es gibt ja heute auch unterstützende Räume dafür, die die sogenannten Hindernisse blocken, sodass es scheinbar leichter ist. Das kennt man aus den alten Traditionen in Indien. Da gab es ja scheinbar die Schüler, die zum Meister gingen. Die Präsenz des Meisters blockten die sogenannten Hindernisse, die Widerstände und die Zweifel, sodass der Schüler scheinbar in eine Tiefe des Seins gelangen konnte. Das ist nicht zwangsläufig so. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die, bei denen sich diese Verschiebung auch so einstellt, ohne dass sie irgendwie nach Indien gehen und einen Guru oder einen Meister haben. Aber es gibt halt auch diese Möglichkeit für eine gewisse Zielgruppe von Menschen. Und in dieser Tiefe, in diesem Sein, ist einfach dieses Wissen da, dass alles, was ist, dasselbe ist. Und bis dahin muss man es halt dann selber scheinbar mit oder ohne Unterstützung herausfinden. Und dann können da auch natürlich ein paar Jahre dazwischen geschaltet sein, dass man immer hin und her, dass man mal vermutet, ja, das ist aber schwer, nee, das ist leicht, mir geht es besser, ich mache Fortschritte, ich mache Rückschritte. Und wie ist das mit dem Tod? Ich verstehe das immer noch nicht. Das kann alles sein bis dahin. Aber es wird sich alles auflösen. Ich sag mal so, das Göttliche ist kein Fehler. Das Absolute, die Fülle des Seins, die ist kein Fehler. Die erschafft kein Menschenleben, höchstens 100 Jahre, in so einer Welt, in der wir heute leben, mit diesen Nachrichten, die wir da hören, um dann Tod, Ende, und vielleicht dann wieder von vorne beginnen, und dann wir, also, weiß nicht, klingt ja nicht, also, für das Ego klingt es natürlich immer besser zu leiden, als nicht zu wissen, was man ist. Also das Ich hat lieber ein schlechtes Leben als gar kein Leben.
dass ich will lieber ewig wiedergeboren werden. Hauptsache, es ist nicht für immer verschollen in einem Tod oder in einem Tiefschlaf. Und das kann man auch verstehen, weil das Ich ist gewohnt, dass es existiert. Aber das Ich kann keine eigene Existenz haben, weil es das Gesehene ist. Das heißt, es gibt nur das, was sieht. Und das Ich, das das Gesehene ist, ist somit nicht verschieden von dem, was sieht. Und das ist das ganze Geheimnis. Das will damit sagen, es gibt noch nicht mehr ein Ich, das wir wahrnehmen können und loswerden oder transformieren müssten. Das, was du mir da alles sagst, sind noch nicht mal wirklich deine Fragen. Es gibt eigentlich nur das, was das ermöglicht, dass du das überhaupt wahrnehmen und stellen kannst. Und das ist noch nicht mal verschieden von allem. Und so kannst du keine Angst haben vor dem, was du bist. Und du kannst auch gar nichts Unterschiedliches erfahren. Und doch geht diese Welt weiter. Ich sitze ja auch jetzt hier und habe ein Polo an und habe mich rasiert und so weiter. Also das Leben geht weiter. Es ist nicht so, dass alles das eine ist und dann sitzen wir auf dem Himalaya und essen und trinken nicht mehr. Das hat damit nichts zu tun. Das heißt, das Leben, so wie es passiert, ist diese Stille, wo nichts fehlt. Und nur weil man auf einer Suche ist oder weil man ein Ferrari fährt oder weil man im Kloster irgendwo sitzt, ist das kein Widerspruch dazu. Das, was ist, ist, was ist. Und das ist diese Stille, wo nichts fehlt. Also es geht im Leben nicht um das Was, sondern um das Wie, wenn überhaupt. Ich hatte mal eine Erfahrung, die würde ich dir gerne mal schildern und deine Einschätzung dafür hat man ja auch Lehrer, wenn man auf Satsang geht, ne, die das so in die richtige Position wieder rücken. Ich war mal auf einem Retreat und war in Meditation in der Pause und in einem großen Saal und da war in diesem Saal auf der einen Seite unglaublicher Lärm von Teilnehmern, die in der Mittagspause dann laut erzählt haben, auf der anderen Seite vom Hören her, ne? Augen zu, vom Hören, da war ruhig, da war laut. Ich ärgere mich über das laute Gespräch dieser 5 Leute, da können die nicht leise sein und machen die so, die wissen doch, dass wir hier in der Pause meditieren. Und plötzlich, in diesem ärgerlichen Gefühl war ich noch, plötzlich wurde aus dem Lärm die Stille. Ich habe dann später gesagt, die lärmende Stille. Es war wirklich eins. Lärm und Stille waren eins. So. Oh. So weit, so gut. Also das war vielleicht 4-5 Sekunden. Natürlich, dann ist es passiert. Der Verstand hat gesagt, oh, das ist es jetzt. Ja, hoffentlich bleibt es noch, wenn ich die Augen aufmache. Und damit war es natürlich vorbei. Meine Frage an dich, dieses ist das, ich meine, das waren nur Sekunden. War das in diesen Sekunden dieses Einssein, von dem du sprichst, in dem alles eines ist? Oder war das einfach wieder nur eine Erfahrung, die man nicht überbewerten muss? Ich habe nur registriert, so eine Wahrnehmung hatte ich nie vorher in meinem Leben. Es war was völlig Neues. Also ist es einfach eine Erfahrung wieder oder was sagst du dazu? Das musst du selber wissen. Du wirst es auch wissen. In dem Moment weißt du ganz genau, das ist es. Ja, gut, dann war es das. Aber eben nur für 5 Sekunden. Nein. Das ist es. Und dann kommt ein zweifelndes Denken, Fühlen und Handeln dazwischen, eine Identifizierung damit. Und dann kommt eine Zeitberechnung in Form von Denken und Fühlen. Und dann war es nur für 5 Sekunden. Und bis jetzt gerade ist die Identifikation vielleicht aktiv geworden von dieser Erinnerung. Und dann kam diese Erkenntnis, ja, okay, dann war es das. Aber nur für 5 Sekunden. Und wenn du jetzt zum Beispiel in diese Stille gehst und du spürst, da fehlt nichts, dann kann sich das dahingehend auswirken, dass du erkennst, dass selbst diese Aussage, das war's, aber nur für 5 Sekunden, absolut in Ordnung ist. In dieser Stille, wo der Zugang jederzeit bei jedem Menschen da ist, wo man nach innen geht und spürt, es gibt eine Stille, obwohl draußen Chaos ist, hier in dieser Stille fehlt nichts, kann nach und nach aus dieser Stille heraus auch das Chaos als nicht verschieden
von dieser Stille, wo nichts fehlt, geseint werden. Und dann wirst du sagen, ja, das eine Sein als den Gedanken und das Gefühl begleitet auf die Körperempfindung für 5 Sekunden. Fein, kreativ. Das heißt, es geht im Leben nicht um das Was und das Wie. Alles, was du denkst, was du fühlst und was du wie du handelst, was du erfährst letztendlich, ist alles das eine Sein. In der Praxis, in der scheinbaren Praxis, die man provisorisch machen kann, solange man noch identifiziert ist, weil Praxis und Identifikation gehören zusammen. Ohne Identifikation gibt es keine Praxis mehr. Das ist alles, was ist, dasselbe, diese Stille, wo nichts fehlt. Das Non-Duale von mir ist. Und bis dahin kannst du ja immer wieder nach innen gehen und in dieser Stille überprüfen, ist das, was ich jetzt außerhalb der Stille erfahre, wirklich ein Hindernis oder nur eine Reflexion von dem? Und dann ändert sich alles augenblicklich oder nach und nach. Es ist ganz einfach, weil es schon letztendlich ist. Das ist auch das, was du mit vorhin machen wolltest, auch für die Zuschauer. Was du gesagt hast, machen wir mal ein kleines Spiel. Also du wolltest da was anleiten für die Zuschauer? Genau. Eigentlich hatte ich das eben vorgeführt. Ja. Aber du könntest noch einmal kurz wiederholen, in einer Kurzversion. Es ging eigentlich nur darum, wie ich es eben schon mal kurz aufgezeigt hatte. Da hast du ja eigentlich eben geschildert. Genau, dass da, wo du bist, mit den Umständen, die sich gerade zeigen, und da ist gleich auch noch der Impuls ganz wichtig, dass man nicht wartet, bis gute Umstände kommen. Weil was ist schon gut und was ist schlecht? Letztendlich ist das Sein kein Fehler. Jeder kriegt, was er braucht, um zu erkennen, dass er nichts braucht. Der eine kriegt mehr Leid, damit er den Widerstand aufgibt. Und der, der den Widerstand aufgegeben hat, braucht kein Leid mehr. Das heißt, du erfährst immer das, was du brauchst. Du hast immer die passenden Umstände, die dich wieder zur Ganzheit zurückführen. Und so ist immer jetzt der beste Zeitpunkt, nach innen zu gehen. Wenn ich sage jetzt, meine ich jetzt, was gerade passiert. Das heißt, wenn du gerade mit dem Fallschirm unterwegs bist oder im Aufzug stecken bleibst, ich meine das jetzt, was gerade ist. Wenn du gerade am Spazieren oder am Joggen bist, dieses jetzt gerade. Einfach die Aufmerksamkeit auf diese Ruhe, auf diese Stille. Und vielleicht fängt da etwas an, lebendig zu werden. Vielleicht ist da auf einmal eine Freude und dann denkt man, wow, einfach so. Ich habe gar nichts dafür gemacht, das ist so. Und dann vertieft es sich. Und auf einmal hast du nicht mehr das Gefühl, ich fühle diese Freude. Oder eine Vertiefung, ich fühle sie nicht, ich bin diese Freude. Vielleicht noch eine Vertiefung, ich habe sie nicht, ich bin sie nicht, es gibt nur das. Und auf einmal ist da nur noch das. Und auf einmal ist klar, das Leben war schon immer diese pulsierende Freude, wo nie was gefehlt hat. Und dann ist das Leben auf einmal in einer anderen Qualität, zum Wohle aller sogar. Aber letztendlich ist die Essenz das Einssein. Das ist nicht mehr so das Gefühl, da ich betrachte die Welt, sondern dieser Körper, der die Welt betrachtet, ist dieses Fühlen, ist dieses Einssein. Da ist nur noch dieses Einssein. Das ist die Form und die Leere, es ist alles dieses Einssein. Da reden wir nicht mehr über Leben und über Tod und über Wiedergeburt. Da reden wir auch nicht mehr über Erleuchtung und Meisterschaft und Schüler. Und ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich ein spiritueller Lehrer bin und dass ich Leuten helfen müsste oder so. Was ich auch betrachte, ist diese Freude, wo nichts fehlt. Da ist nur diese Freude, wo nichts fehlt. Es gibt gar nichts anderes. Und das ist bei jedem Menschen so. Und es kann augenblicklich klar sein. Es ist ein kleiner Schritt. Aber wenn man den Gedanken glaubt, das ist aber schwierig, das braucht viel Zeit, viele Jahre. Ich habe das schon so oft versucht, es geht immer weg, keine Chance. Geh dir so, wie du glaubst. Aber es muss nicht so sein. Wenn dieser Switch stattgefunden hat, dann scheint es wirklich sowas von simpel zu sein, höre ich zumindest. Also ganz einfach, ganz natürlich. Aber solange die Identifikation noch da ist, du weißt ja selber, dass manche Leute 30, 40 Jahre in den Satsang sind und meditieren sich sozusagen ein Wolf. Ne? Und
Ja, selbst wenn man weiß, dass die Gedanken wie ein Vorhang davor sind, vor dem natürlichen Sein, also rein mental weiß, ne, ist es nicht mit Schnipp oder bei manchen ja, natürlich auch, und bei manchen eben nicht aufzulösen. So ist es. Das gibt Menschen, das Sein, würdest du sagen? Nee, das Sein ist so, wie es ist. Ja. Das heißt, die Welt ist so, wie sie ist, weil diese Stille so vibriert, wie sie vibriert. Und diese Stille ist so lebendig, wie sie ist, weil die Welt gerade die Form annimmt, wie sie sie annimmt. Es gibt da einfach keine Trennung. Es gibt kein Ich, das die Präsenz fühlen kann. Es gibt auch kein Ich, das sagen kann, dass es kein Ich gibt. Der ist einfach nur das eine selbe. Fertig. Alles, was ist, ist dasselbe. Und deswegen ist es so, wie es ist, weil es nicht anders sein kann. Und es ist daher so, wie du es gerade sagtest, manche Menschen wachen auf, manche scheinbar nicht. Manche beschäftigen sich damit ein bisschen, andere verbringen viele Jahre damit. Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt bei mir Teilnehmer, die waren nicht sehr lange da und die sind voll, ich sage jetzt mal relativ gesprochen, scheinbar ist die Suche vollständig abgefallen. Und dann gibt es Teilnehmer, bei denen ist es bis jetzt nicht so passiert. Es gibt verschiedene. Dann gibt es Teilnehmer, die fühlen die Energie und denken, dass sie aufgewacht sind. Aber verlieren die Energie immer wieder. Das heißt, es gibt alles Mögliche. Aber letztendlich ist aus scheinbar dieser Perspektive alles immer dasselbe, das sich scheinbar bewegt. Das heißt, so wie bei dem Ozean, die ganzen geträumten Wellen letztendlich nur das eine Wasser sind, dasselbe Wasser, das sich bewegt. Und so ist es auch hier. Für mich gibt es gar keinen Unterschied zwischen erwacht und nicht erwacht. Es ist immer dasselbe Sein. Aber auf relativer Ebene ist es natürlich ein gigantischer Unterschied, ob du in einem Frequenzbereich des Mangels lebst und denkst, du musst irgendwas schaffen, weltlich oder spirituell, oder ob da einfach diese Klarheit ist. Aber die Möglichkeit besteht für jeden Menschen, weil jeder Mensch das ja schon ist. Die Möglichkeit besteht ja nach wie vor für jeden Menschen. Und jeder hat seinen Weg. Und wenn man nach innen geht, kann man spüren, dass es nur das gibt. Und letztendlich wird man auch das anziehen. Es wird das angezogen, was gebraucht wird und was passt. Und natürlich, da es dieses schöne Sprichwort gibt, das Glück sich gerne zum Glück gesellt, ist es meistens so, wenn die Menschen den Zugang nach innen finden, dass sie dann auch wieder entsprechendere Umstände anziehen. Das heißt, meistens kommen auch die heilenden Faktoren genau dann, wenn sie schon eine gewisse Qualität zur Tiefe erkannt oder gefühlt haben. Das gibt es auch. Aber es gibt alles. Es gibt natürlich auch Menschen, die einfach von heute auf morgen, bei denen es einfach Blick gemacht hat. Das gibt es natürlich auch. Hast du den Eindruck, dass die letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahre mehr Menschen sich nach innen wenden, also zu Satsangs gehen, nach Indien, da fing das ja an, diese Reisen nach Indien, ne? Dass speziell die letzten wenigen Jahre immer mehr Menschen sich dem zuwenden, oder ist das nur meine Wahrnehmung? Das kann ich jetzt schwer sagen, weil ich vor 30 Jahren nicht gesucht habe, aber wir haben natürlich es so, wir haben heute diese Medien, wir haben YouTube, wir haben Internet, ne? Und da wird natürlich vieles geteilt und die Möglichkeit, sich dafür zu interessieren, es überhaupt kennenzulernen, es mal irgendwie wahrzunehmen, ist natürlich relativ höher, ne, als vor 30, 40 Jahren. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn man früher Aufnahmen gemacht hätte, wie viele Menschen von den Westen in den Osten strömen, um dort Erleuchtung zu finden, vielleicht wären es doch ein paar Menschen mehr gewesen. Wir haben ja keine Aufzeichnungen. Es gab ja damals nicht diese ganzen Medien wie heute. Ich weiß es nicht. Aber es kann sein, dass es heute vielleicht mehr ist durch die Medien, durch das Internet. Vielleicht ist es vielleicht auch eine Qualität, kann man das sagen, dass es einfach eine, ja, zum Beispiel, wir haben ja jetzt diese etwas Holterdiepolterzeit, ein bisschen schwierig, ja, draußen, genau, wo man ganz viel sehen kann, was symbolisch da, die Masken überall, die Masken im Außen, die Masken in sich selber sozusagen, nur wenn man will, könnte man so diese Vergleiche ziehen. Aber es wird wohl nie so sein, dass die ganze Welt, die ganze Menschheit, die ganze Erde aufwacht. Das wird es wohl nie geben, weil dann ohne Dualität gäbe es ja diese Welt nicht, oder?
Ja, das ist wieder die Perspektive der Identifikation. Es kommt, ist es wieder ein Gedanke. Das heißt, in der heutigen Zeit wäre es ganz praktisch, wenn viele Menschen den Weg nach innen finden würden. Dann wäre vielleicht ganz praktisch, wenn man so die ganzen Geschehnisse, die man in den Nachrichten heute wahrnehmen kann. Das ist eine ganz gute Idee. Und generell, ich sag mal so, es gibt ja letztendlich, wenn die Theorie aufhört und der Mensch wirklich in diese Stille kommt und dann ist da die Erkenntnis, dass es nur diese Stille gibt, dann ist dieses Konzept von Erwachen und Nicht-Erwachen und dieses Konzept von Dualität vorbei. Ja. Dann ist diese Welt so, wie sie ist, vollkommen im Einklang, auch wenn es nicht so aussieht. Und von der Essenz her, von der Auswirkung natürlich nicht. Das ist ganz klar, von der Auswirkung ist die Welt heutzutage, wie aber auch schon vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, nicht im Einklang. Ne? Es passieren viele schlimme Dinge in der Welt, die überhaupt nicht sich gut anfühlen, keine Frage. Aber von der Essenz her, die Essenz bleibt immer unberührt davon. Und wenn jetzt mehr Menschen in diese Essenz vordringen, werden natürlich auch die Umstände, die sogenannten Reflexionen der Essenz harmonischer. Und dann können wir uns auch solche Zeiten wie heute in Zukunft sparen. Ob es passieren wird, dass ein Kollektiv sich mal so energetisiert, dass es einen globalen Frieden gibt und keiner mehr hungern oder nirgendwo mehr eine Bombe hinkommt, das wäre wundervoll. Aber das betrifft die Fläche der Dualität. Die Essenz, die immer unberührt bleibt, so seltsam es auch klingt, sie ist letztendlich unberührt von allem, was passiert oder nicht passiert. Und trotzdem, das ist ganz schön, trotzdem strebt sie nach Ausgleich. Es passiert, genauer gesagt. Das heißt, zum Beispiel hier ist relativ gesprochen das Wissen, es gibt nur dasselbe. Und trotzdem gebe ich jeden Tag relativ gesprochen mein bestes Symbole aller. Trotzdem, wenn ich die Macht hätte, Kriege, Seuchen, Pest und Plagen zu beenden, würde ich es sofort tun. Es ist nicht so, nur weil alles das eine ist, dass egal ist, was passiert. Nein, das Sein als Menschsein bleibt als Funktion, dass es sich selber ausgleichen will. Das heißt, ich werde natürlich bis zum letzten Atemzug mein Bestes geben, zum Wohle aller. Obwohl das Wissen hier ist, dass nichts hier passiert ist. Und das ist Liebe. Nicht diese kühle Liebe, alles ist das eine und es ist egal, was passiert. Das ist eher diese kühle Erleuchtung. Das ist so dieses, alles ist Energie und so weiter. Das ist immer noch eine Identifizierung. Da ist noch ein subtiles Zentrum übersehen worden. In der absoluten Erkenntnis, wo keine Erkenntnis mehr ist, weil da nur noch das ist, harmonisiert es sich automatisch. Und der Mensch als das wird automatisch zum Wohle aller dienen. Und er wird dann sogar in einem Traum versuchen, die Menschen aus dem Wasser zu retten, obwohl er weiß, dass es nur ein Traum ist und keinen Tod gibt. Das ist eine Liebe, die klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber es ist ja ähnlich wie, werdet wie die Kinder. Was machen die Kinder so den ganzen Tag? Sie laufen im Kreis und es ist total sinnlos, aber sie haben Freude. Das wäre die Erinnerung. Werdet wie die Kinder, frei, liebevoll und unkonditioniert. Ja. Ja, das kennen wir alle, also diesen Satz, ne, kennen wir alle, werdet wie die Kinder. Vincenzo, wenn jemand mit dir dich treffen würde wollen, du hast jetzt zum Beispiel demnächst einen Retreat an einem wunderschönen Ort in Italien am Mittelmeer. Kann man dich treffen, ein Seminar besuchen? Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass in der Präsenz eines Lehrers, den es ja nicht gibt, wie du sagst, aber aus dieser Perspektive sehr wohl, dass das schon sehr dienlich ist. Kannst du ein bisschen erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, mit dir zusammenzuarbeiten? Das ist so. Der Ausdruck, der hier stattfindet, entsteht halt auch, wie bei vielen anderen, als eine Webseite. Das heißt, ich habe eine Webseite im Netz, die heißt ohne-ein-zweites.com. Und dort gibt es halt natürlich gewisse Angebote, die ich anbiete, zum Wohle aller.
Das heißt, ich biete da Live, ja, Satsangs oder Non-Duality an, wie wir es auch nennen möchten. Ich biete Retweets an. Das wäre zum Beispiel jetzt, wie du sagtest, in Italien habe ich ein schönes Retweet. Ich habe auch eins jetzt in Deutschland, in Oberstaufen, in Bayern. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch meine Kurse, die ich auch sehr empfehlen kann. Die laufen uns auch übers Internet, von zu Hause aus bequem. Sie sind live und da arbeite ich mit den Menschen sehr intensiv. 3 Monate geht so ein Kurs, ne? 2-mal die Woche. Mittlerweile geht so ein Kurs 30 Stunden. Das ist auf 2-mal die Woche 2 Stunden verteilt. Mhm. Also das kann man alles nachlesen. Also es gibt die Online-Kurse und dann gibt es die Einzelsitzungen live vor Ort oder auch über das Internet, Skype oder Zoom, wie auch immer. Dienstags machst du immer diesen Online-Satsang. Also live, um das nochmal klar zu machen, live ist wirklich vor Ort mit dir physisch zu sein. Also nicht live, ein Live-YouTube-Treffen, sondern nein, wirklich präsent, körperlich anwesend. Ja, also live hat 2 verschiedene Aspekte heutzutage. Es gibt ja live über das Internet, das hat auch eine Qualität. Und es gibt live natürlich vor Ort, das hat auch wieder seine Qualität. Das heißt, die Retreats sind natürlich live vor Ort. Und die Live-Satsangs oder Non-Dualities sind auch live vor Ort, zum Beispiel in München oder in Konstanz oder auch in der Schweiz. Und dann gibt es natürlich live als Digital-Plattform. Gibt es diese Kurse, diese Online-Kurse, die sind dann live, aber online natürlich. Und dann gibt es die Einzelsitzung halt live vor Ort oder auch live übers Online. Und was du mit Dienstag meintest, das gibt es erstmal nicht. Das waren die Live-Chats. Ich lade einmal die Woche ein Video auf meinen YouTube-Kanal Meditation TV hoch. Und diesen YouTube-Kanal Meditation TV, der ist halt so mein Hauptkanal, da so meine Impulse, meine Hauptimpulse werden da einmal die Woche hochgeladen. Falls ich dir damit dienen kann, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Und ansonsten hätte ich nur noch eine Sache, und das ist das Buch von mir. Das ist beim De Beer Verlag erschienen. Und das gibt es somit über. Kannst du den? Ja, das kann man auch auf meiner Webseite findet man das auch. Genau. Ich kann es nicht lesen. Lest doch mal kurz den Titel vor. Gut, das Buch lautet Vom einfachen Finden des Glückes über den Sinn des Lebens. Und das findet man überall, wo es Bücher gibt. Es ist der De Beer Verlag hat es rausgebracht. Und hier mit dem Buch habe ich natürlich auch was Besonderes gedacht. Das Buch ist natürlich so geschrieben, dass es den Leser beim Lesen wach macht. Es ist jetzt kein Buch, wo man die ganzen Konzepte wiederbekommt, die man sowieso schon auswendig kann, sondern es ist so geschrieben, dass es wach macht. Wenn man das Buch liest, macht es wach. Und da ist natürlich das einfache Finden vom Glück ist, wie es auf der Titelseite steht, ist das Buch natürlich auch relativ flach gehalten. Weil das einfache Finden wäre ja jetzt nicht so ein Buch geworden. Dann wäre es ja nicht so einfach. Ne? Einfach ist ja halt, dass man da so nach 2-3 Tagen mal circa durchkommt, je nachdem, wie schnell man liest. Genau, und das sind so meine, ja, das ist so dann der Ausdruck. Das ist dann so das, was ich als Unterstützung anbieten kann. Ja, und alles zu finden auf der Webseite www.ohneeinzweites.de. .com. Oh, .com. Ja, gut. Steht alles, kein Problem. Ja. Ja, Vincenzo, hast du noch irgendwas, was du den Zuschauern gerne sagen möchtest? Ja, ich kann den Zuschauern noch zum Abschluss sagen, dieser Videoinhalt ist, wie gesagt, es sollten keine theoretischen Impulse sein, die man auswendig lernt und die man vergleicht mit anderen. Das bringt alles nichts, sondern man kann wirklich einfach das gehört haben. Dann kann einfach eine Umschaltung passieren, dass man wirklich einfach auf diese Essenz trifft, dass man im Innen ist, dass ein Frieden, eine Stille, ein Sein, wo nichts fehlt. Und dann nach und nach oder plötzlich alles, wo wir dachten, wir könnten es wahrnehmen und verbessern, ist auf einmal nicht mehr verschieden davon. Und dann ist da Freude ohne Ursache. So wie wir es auch vor der Basisidentifizierung kannten, als wir noch ganz, ganz, ganz klein waren. Die Babyfotos zum Beispiel. Und dann können wir nur noch staunend
zusehen, wie das Leben sich für uns und für andere zum Wohle aller wandelt. Und das ist keine große Sache, das ist jetzt oder nie. Das habe ich so von dir noch nicht gehört, beziehungsweise meine Ohren haben nicht zugehört. Das ist ein ganz toller Impuls heute gewesen, gerade das letzte. Und ich weiß, du hast es öfter schon gesagt. Geh in dich rein, da ist die Stille, hör den Vogel draußen, ne? Dass die Aufmerksamkeit dahin geht. Ist ja auch so ein Spiel, was du gerne mit den Teilnehmern spielst. Die ganze Konzentration, beziehungsweise die ganze Aufmerksamkeit auf ein Geräusch geben, was sehr schwer fast wahrnehmbar ist, wo man sich schon fast ein bisschen anstrengen müsste oder jedenfalls der Verstand dadurch ausgeschaltet ist. Vincenzo, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich sehr schöne Interview. Ich danke auch. Freude, sehr viel Freude bereitet. Ja. Bin dankbar dafür. Vielen Dank. Ja, dann hoffentlich bis bald, auch auf irgendeinem Satsang demnächst wieder mit dir. Und bis bald, lieber Vincenzo. Bis bald. Namaste. Bis bald. Danke. Tschüss.